König Charles plus Königin Camilla veröffentlichen ihre Weihnachtskarte. König Charles, 74, und Königin Camilla, 75, läuten die Weihnachtskartensaison der Royals mit einer besonderen Aufnahme ein, das Bild ihrer diesjährigen Weihnachtskarte. Für das der ausgezeichnete Royal und Entertainment-Fotograf Sam Hussein zuständig gewesen ist, wurde wenige Tage vor dem Tod von Queen Elizabeth, 96, aufgenommen. Es zeigt den jetzigen Monarchen und die Queen Consort am 3. September, 5 Tage vor dem Tod ihrer Majestät. Bei den Bremer Games im schottischen Aberdeenshire in aufeinander abgestimmten roten und grünen Outfits. Es ist ein rührender Tribut an die Queen, die sich bei den Bremer Highland Games immer besonders vergnügt mit ihren Kindern zeigte. Prinz Harry, 38, vergleicht in der neuen Netflix-Doku Harry und Meghan seine Ehefrau oft und gerne mit seiner verstorbenen Mutter. Prinzessin Diana, 36, so sagt er unter anderem, vieles von dem, was Meghan ist und wie sie ist, ist meiner Mutter so ähnlich. Sie hat dasselbe Mitgefühl, dieselbe Empathie und dasselbe Selbstvertrauen. Sie strahlt diese Wärme aus. Ein Vergleich, der einem ehemaligen Vertrauten der Königin der Herzen gehörig gegen den Strich geht. So schreibt Darren Gardy, 60, früherer Koch der Royal Family, am 8. Dezember 2022. Aufgebracht auf Twitter, Prinz Harry, bei allem Respekt, Sir, Ihre Frau wird Ihrer Mutter niemals gleich oder ähnlich sein. Ich kannte Prinzessin Diana 15 Jahre lang. Nicht einmal annähernd. Anführungszeichen. In einem weiteren Twitter-Beitrag echauffiert sich Mgradi über Herzogin Meghans. 41, skurrile Nachahmung eines Knicks, ich kenne Harry, seit ich ihn als Baby im Arm hielt. Während Prinzess Diana in der Küche von Schloss Windsor Müsli aß. Der Ausdruck auf seinem Gesicht. Als seine Frau über den Knicks vor der Queen lacht, sagt für mich alles. Eine Szene, die aktuell nicht nur unter Royal-ExpertInnen heiß diskutiert wird und die Herzogin von Sussex in Verlegenheit bringen dürfte. Nachdem am 8. Dezember 2022 die ersten drei Episoden der heiß diskutierten Netflix-Dokumentation Harry und Meghan veröffentlicht wurden, warten Fans des Paares gespannt auf die nächsten Folgen, die eine Woche später, am 15. Dezember, online gehen werden. Worüber werden Prinz Harry, 38, und Herzogin Meghan, 41, auspacken? Muss die Royal Family zittern? Mit welchen Enthüllungen ist zu rechnen? Einen kleinen Vorgeschmack auf das, was ZuschauerInnen im zweiten Teil erwarten wird, geben die Sussexes am Ende der dritten Folge höchstpersönlich. Im Abspann der vorerst letzten Episode werden bereits kurze Szenen eingeblendet, die vor allem die Royal Family zittern lassen dürften. Das ist, wenn eine Familie und ein Familienunternehmen in direktem Konflikt stehen, sagt Meghan, 41, in Bezug auf die Königsfamilie. Harry fügt hinzu, alles, was uns passiert ist, hätte uns schon immer passieren können. Doch plötzlich machte es in meinem Kopf Klick, es wird nie aufhören. So Meghan, es gab zu diesem Zeitpunkt keine andere Option. Wir müssen hier raus, sagt Harry. Teil 2 wird also die turbulenten Monate nach ihrer Hochzeit sowie die Konflikte innerhalb der Royal Family unter die Lupe nehmen. Am heutigen Donnerstag, 8. Dezember 2022, wurden die ersten drei Folgen von Prinz Harrys, 38, und Herzogin Meghans, 41, explosiver Netflix-Dokuserie veröffentlicht. In den ersten Episoden sprechen die Sussexes nicht nur offen über ihre Liebesgeschichte. Sie gehen auch mit der britischen Presse gnadenlos ins Gericht und machen deutlich, wie viel Angst sie um sich und ihren kleinen Sohn Archie, heute 3, haben mussten. Die enorme Gefahr bestätigt auch Meghans ehemaliger Bodyguard Steve Davis. Der erfahrene Promi-Leibwächter verrät in Harry und Meghan, dass die Bewachung von Meghan Markle ihn völlig aus der Bahn geworfen habe. Weiter erklärt er,
dass ihr Fahrer verschiedene Routen zum Suits-Studio über Gassen und Seitenstraßen nehmen musste. Um den Paparazzi auszuweichen, Verabredungen wurden zu einer Kombination aus Verfolgungsjagden und Verkleidungen. Was keine besonders gesunde Art ist, eine Beziehung zu beginnen, erinnert sich Prinz Harry. Auf diesen Tag wurde lange gewartet. Prinz Harry, 38, und Herzogin Meghan, 41. Veröffentlichen am 8. Dezember 2022 die ersten drei Folgen ihrer heiß diskutierten Netflix-Serie Harry und Meghan. Ein schwarzer Tag für die Royal Family, die sich bis jetzt weigerte, die Serie zu kommentieren. Wie im Vorspann der ersten Folge erklärt wird. Ein Grund, wieso Prinz William, 40, Caroline, Princess of Wales, 40, und König Charles, 74, heute auch nicht den Fernseher einschalten werden, wie britische Medien berichten. Ein Insider verriet der Zeitung The Sun zudem, dass die Royals sich nicht auf einen Kleinkrieg über die Serie einlassen wollen. Allerdings Szenen, die eklatant falsch sind, korrigieren werden. Sie verblüffen selbst hartgesottene Medienprofis, als Herzogin Meghan, 41, und Prinz Harry, 38, am 6. Dezember 2022 in New York zur Ripley of Hope Award Gala erschienen. War selbst der Moderator der Veranstaltung erstaunt angesichts der Professionalität des Paares. Schauspieler Alec Baldwin, 64, kam in seiner Gastgeberrolle den Royals sehr nah. Das Paar durfte an diesem Abend einen Preis für seinen Einsatz für Menschenrechte entgegennehmen. Ein vielbeachteter Auftritt, kurz nach dem zwei aufsehenerregende Trailer zu ihrer am 8. Dezember 2022 erscheinenden Netflix-Doku Harry und Meghan veröffentlicht wurden. Ich war irgendwie schockiert, dass sie hierher kamen und das taten, sagte Baldwin gegenüber dem Independent und erklärte bewundernd, schwierige Umstände in der Presse zu bewältigen, ohne allzu große Schwierigkeiten zu haben. Damit spielte der Schauspieler offenkundig auf die jahrelange Hetzjagd der britischen Presse auf das Paar an. Im Hinblick auf die weitreichende Entscheidung der Sussexes, der Monarchie den Rücken zu kehren, sollte der US-Star seinen vollen Respekt, sie haben offensichtlich einen anderen Weg gewählt. Und das ist gut für sie. Offenbar hat sich Baldwin an diesem Abend von Meghan und Harry sogar inspirieren lassen. Manchmal denke ich möchte einen anderen Weg wählen, gab er zu, und erklärte schmunzelnd, vielleicht kann ich ihr Fahrer sein. Anführungszeichen. Tränen, schwere Anschuldigungen, mit ihrem aufsehenerregenden ersten Trailer zur kommenden Netflix-Dokuserie, ab 8. Dezember, haben Herzogin Meghan, 41, und Prinz Harry, 38, den Palast erschüttert. Der zweite Trailer legte am 5. Dezember noch einmal gewaltig nach. Nun wurden die Sussexes erstmals nach der Veröffentlichung gemeinsam gesichtet. Am frühen Abend des 5. Dezember ist das umstrittene Royal-Paar in New York gelandet, um einen Tag später den Ripley of Hope Award Gala beizuwohnen. Dort werden sie im Rahmen ihrer Archive Foundation für ihre Arbeit in den Bereichen Rassengerechtigkeit, psychische Gesundheit und andere soziale Maßnahmen ausgezeichnet. Bei der Ankunft wirken Harry und Meghan trotz der gewaltigen Schlagzeilenflut gelöst. Der Prinz zeigt sich im locker aufgeknöpften weißen Hemd, die Herzogin herzlich lachend in Schwarz mit strengem Zopf und großer Sonnenbrille. Gerade erst ist der zweite explosive Trailer zur Netflix-Dokuserie von Herzogin Meghan und Prinz Harry veröffentlicht worden. Wie der Mirror berichtet, soll das Herzogspaar von den Angestellten der britischen Königsfamilie wegen der jüngsten medialen Aufmerksamkeit nun einen neuen Spitznamen bekommen haben, und der ist alles andere als schmeichelhaft. Ein Insider verriet dem Portal, dass Meghan und Harry mittlerweile von den PalastmitarbeiterInnen die Kardashians genannt würden. Die Begründung, sie wollen all die Aufmerksamkeit, die sie bekommen können. Anführungszeichen. Der Spitzname ist eine Anspielung auf die US-amerikanische Celebrity-Familie rund um Kim Kardashian.
42, die mit ihrer Reality-Serie Keeping Up with the Kardashians Berühmtheit erlangten. Er reiht sich ein in eine Riege negativ besetzter Spitznamen, die hinter den Palastmauern für das Herzogspaar kursieren. Darunter zum Beispiel Duchess Difficult, eine Anspielung auf Herzogin Meghans angeblich schwierigen Charakter. Mit diesem Frontalangriff hatten sie vermutlich nicht gerechnet, während ihres dreitägigen Besuches in den USA erlebten Prinz William 40 und die Prinzess of Wales 40 unerwartete Attacken aus den eigenen Reihen, die härter nicht hätten ausfallen können. Einen Tag vor ihrer Abreise erschütterte ein rassistischer Vorfall das Königshaus. Die Patentante des britischen Thronfolgers, Lady Susan Hussey, 83, hatte während einer Veranstaltung der jährlichen UN-Kampagne 16 Tage gegen geschlechtsspezifische Gewalt im Buckingham Palast im Gespräch mit Ngozi Fulani, Aktorin der im Osten Londons ansässigen Wohltätigkeitsorganisation Sisters Peace, offenbar nicht akzeptieren können, dass dieser in Großbritannien lebt und geboren wurde. Ein Affront sondergleichen. Am Vorabend des von William aus der Wiege gehobenen Eyats Hut Pritzer in Boston veröffentlichte Netflix dann einen Trailer zu der am 8. Dezember 2022 erscheinenden Doku Harry und Meghan. Vor allem Catherine wird in dem knapp einminütigen Clip in einer kurzen Aufnahme mit einer streng und fast kalt wirkenden Miene während der Zeremonie zum Commonwealth-Tag in Westminster im Jahr 2019 ins Zweilicht gerückt. Zwei schwerwiegende Ereignisse, die dem Prinz und der Princess of Wales schwer auf den Schultern gelastet haben müssen. Doch der Kurs wurde beibehalten. Das Paar bewahrte äußerlich Kontinenze. Wir werden uns diese Woche nicht durch andere Dinge ablenken lassen, hatte ein Sprecher des Kensington Palastes entschlossen verlauten lassen. Laut Express hörte man aus den Reihen der Mitarbeiter, innen der Wahlesis, habe beschlossen, die Sussexes zu ignorieren. Eine Strategie, die angesichts der letzten großen Reise der beiden Senior Royals angebracht erscheint. Sie sind so paranoid, dass sie sicherstellen wollen, dass alles gut läuft und dass sie die katastrophale Karibik-Tour hinter sich lassen können und kein Risiko eingehen wollen, so eine Palastquelle gegenüber der Sunday Times. Ihre Royal Tour im März 2022 wurde von Protesten gegen das britische Empire, Reparationsforderungen aus dem Vereinigten Königreich und einer Entschuldigung für die Sklaverei überschattet. News verpasst, die Royal News der letzten Woche lesen Sie hier. Verwendete Quellen, Express Co.uk, Tetimes Co.uk, Mirror Co.uk, Action Press. Independent Co.uk, Harry und Meghan, abgerufen unter Netflix.com, Twitter.com.